So, Leute, wie ihr schon im Titel seht, was Besonderes. Mal sieht in der Spellbook Jace. Ich habe das mal probiert, hier so aufzumachen. Das geht leider nicht. Sekunde, ich muss das hier einmal ganz kurz mit einem Messer bearbeiten. Klack, klack. So, hier, aufen. Gut, dann hoffe ich mal, dass ich den Rest auch noch irgendwie abkriege. Und ich jetzt nicht nochmal zum Messer greifen muss. So, ich habe so ein Ding noch nie aufgemacht. Hier steht zwar drauf, was drin ist, aber ich habe so ein Teil tatsächlich noch nie aufgemacht. Für mich sind die Signature Spellbooks noch so neue Dinge, die ich nicht kenne. Und das Jace ist jetzt schon ein bisschen älter, das andere, das Gideon ist auch schon ein bisschen älter. Da kommt jetzt demnächst ja wahrscheinlich das nächste, wenn man die Rumors richtig hört. Ja, Signature Spellbooks. Gucken wir uns mal das Blaue an. Das ist echt ein hübsches. Oh, das ist echt eine hübsches Verpackung. Hübsches Verpackung. Hübsches Verpackung. Ja, Deutsch, meins. So, gucken wir erstmal das mal an. Okay. Das fällt alles auseinander. Hier ist dann. Okay. Hier ist ein Booster drauf. Was steht hier? The mind can be your greatest weapon or your greatest weakness. Alles klar. Wenn der das sagt, dann glaube ich dem das. Das behalte ich mal. Das sieht nämlich echt schön aus. So, und dann dieses Booster hier mit diesem Jace drauf. Ja. Dieses Produkt möchte mich nur an den Rand des Wahnsinns treiben. Na, komm schon. Ah, finally. So. Okay, die erste Karte ist die Vollkarte. Dementsprechend fangen wir es von hinten an. Spannend machen. Wir haben Jace Beleren. Dreimal, ich finde den Frame irgendwie strange. Mit dem da ist. Ich finde das strange. Dreimal drei Marken plus eins zieht man eine Karte. Jeder Spieler zieht eine Karte. Minus eins, ein Spieler zieht eine Karte. Minus zehn, man mildt 10 Karten. Ne, 20 Karten. Dann Blue Elemental Blast. Für ein blaues countert man ein Red Spell oder destroyed ein Red Permanent. Brainstorm. Ein Mana zieht 3 Karten, legt 2 Karten von der Hand wieder oben auf sein Deck drauf. Counterspell, 2 Mana, Counterattack-Spell. Easy. Der Frame ist so strange. Gifts Ungiven, 4 Mana Instant. Man durchsucht die Bibliothek nach 4 Karten mit verschiedenen Namen, zeigt sie vor. Der Gegner bis zu 4 Karten. Und der Gegner wählt 2 Karten davon, legt sie in den Friedhof, man nimmt den Rest auf die Hand. Mystical Tutor, 1 Mana, man durchsucht eine Bibliothek nach einem Instant- oder Sorcery-Spell. Und legt die oben aufs Deck, nachdem man gemischt hat. Negate, 2 Mana, Counterattack, Non-Creature Spell. Das ist ein echt hübsches Negate. Auch wenn das so oben nicht funktioniert. Dann Threat of Disloyalty, 2 Mana, man verzaubert eine Kreatur, Mana kostet 2 oder weniger und man kontrolliert die verzauberte Kreatur. Das ist gut mit Marit Lage tatsächlich. Und unsere Foil ist. Oh, Counterspell. 2 Mana, Counter-Tagesspell. Das ist cool, ich mag den Counter-Spell. Gut, ja, das war dieses Jace Signature Spellbook. Mal gucken, ob ich das andere auch noch in die Finger kriege. Ich hoffe es so ein bisschen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksade. Ciao, ciao.